Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute präsentieren wir Ihnen eine Übung, die man perfekt in jedes Aufwärmprogramm mit integrieren kann. Diese Übung kann man so variantenreich gestalten, dass diese nicht langweilig wird und vor allen Dingen auch mit mehreren Spielern ausweiten. Wie fangen wir an? Ja, wir nehmen drei Spieler. Wir suchen uns hier aus, ob wir ein großes Dreieck markieren wollen oder halt nicht, je nachdem wie stark eure Mannschaft ist. Das müsst ihr individuell entscheiden. Hier haben wir die Hütchen jetzt mal weggelassen und die Spieler werden sich ganz einfach im Dreieck ganz locker in der Bewegung den Ball zuspielen. Haben die Spieler das einige Male gemacht, kommen diese zusammen und stellen sich in einen Abstand. Ich würde jetzt zum Anfang hin 3 Meter empfehlen, das heißt 3 Meter zum nächsten Spieler in einem Dreieck auf. Natürlich kommt das hier auf die Mannschaft an, ob diese gewisse Bälle verarbeiten kann. Schaut da einfach mal, wie die Abstände für euch da am besten passen. Ansonsten vergrößert ihr die Abstände zueinander oder verringert diese. Habt ihr die richtigen Abstände für eure Mannschaft gefunden, kommen wir nur zum Ablauf bzw. zu den Übungen. Die Spieler spielen sich den Ball beliebig zu. Immer wieder darauf achten, dass der Ball nicht nur in eine Richtung geht, sondern ganz einfach auch mal ein Richtungswechsel durchgeführt wird. Und wenn die Spieler sich so ein bisschen an die Abstände gewöhnt haben, kommen wir zu den Übungen. Fangen wir mal mit einer einfachen Übung an. Den Ball auf die Brust werfen und direkt weiterspielen. Ihr seht, wir haben hier ein Dreieck. Spieler Nummer 1 nimmt den Ball in die Hand zum Beispiel und wirft den Ball auf Spieler Nummer 2. Spieler Nummer 2 nimmt den Ball mit der Brust an und versucht den mit einem Ballkontakt, bevor er den Boden berührt natürlich, den Ball zu Spieler 3 weiterzuspielen. Spieler 3 fängt den Ball und die Runde beginnt von neuem, beziehungsweise Spieler 3 wirft den Ball auf Spieler 1. Spieler 1 nimmt den Ball mit der Brust an und versucht ihn möglichst, bevor der Ball den Boden berührt, mit einem Ballkontakt auf Spieler 2 weiterzuspielen. Und Spieler 2 fängt den Ball und die Runde beginnt von neuem. Ich habe euch hier mal eine kleine Auswahl zusammengepackt, wie ihr diese Dreierkonstellation am besten nutzen könnt. Zum Beispiel hier 1 auf die Brust werfen, 2 auf den Kopf werfen, Nummer 3 auf die Innenseite werfen und direkt weiterspielen, Nummer 4 auf den Spann werfen und direkt weiterspielen, Nummer 5 auf den Oberschenkel werfen, einmal annehmen und danach weiterspielen. Und wie gesagt, wichtig ist, immer wieder die Richtungswechsel einzufordern, beziehungsweise dass dann nicht nur ein starker Fuß, beziehungsweise wenn man eine Richtung hat, haben die Spieler natürlich auch eine Vorliebe und spielen den Ball dann zum Beispiel mit dem rechten Fuß oder mit dem linken Fuß. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Achtet darauf, dass die Spieler beide Füße benutzen, beziehungsweise bei den Richtungswechseln werdet ihr merken, dass eine Richtung immer gut funktioniert und die andere Richtung weniger gut. Dass ihr darauf achtet, dass da vielleicht die Runde, die weniger gut läuft, vielleicht einen Tacken mehr zum Tragen kommt. Und dass ihr da einfach ein bisschen drauf achtet, dass die Spieler dann nicht nur mit den starken Füßen zugange sind. Ja, und da wir natürlich als Fußballer nicht nur unsere Füße und unseren Körper an sich brauchen, sondern auch der Kopf eine große Rolle spielt, kann man diese Übung, wenn diese in der einfachen Form ganz gut klappt und die Spieler das auch sehr gut angenommen haben, kann man natürlich die Variation einstreuen, dass zum Beispiel derjenige, der den Ball gerade in der Hand hat, kurz bevor er wirft, den nächsten ansagt, mit was er den Ball dann weiterspielen soll. Das heißt, ich bin Nummer 1, habe den Ball in der Hand und kurz bevor ich werfe, sage ich zum Beispiel zu meinen Nummer 2 Innenseite. Das heißt, ich werfe den Ball dann dementsprechend so, dass er den Ball mit der Innenseite weiterspielen kann. Das könnte natürlich auch von den Zeiten her so verkürzen, dass der Ball gerade geworfen wird und derjenige dann sagt, Innenseite zum Beispiel, so dass derjenige noch weniger Zeit hat nachzudenken, beziehungsweise dass der Kopf einfach da nochmal eine andere Rolle einnimmt. Natürlich kann man die Variationsmöglichkeit noch ein bisschen ausweiten. Das heißt zum Beispiel, Spieler 1 muss nicht immer auf Spieler 2 werfen, sondern er sucht sich das selber aus. Zum Beispiel Spieler 1 auf Spieler 3 und sagt dann dementsprechend die Sache an, mit der Spieler 3 den Ball weiterspielen soll. So sind beide Spieler immer sehr aufmerksam und beobachten den Ballbesitzer, in dem Fall Spieler 1. Sollte die Übung mit all ihren Facetten dann irgendwann vernünftig funktionieren, könnt ihr zum nächsten Schwierigkeitsgrad übergehen und zwar macht ihr diese ganze Sache in der Bewegung. Ihr werdet schnell merken, je nachdem wie die technischen Fertigkeiten eurer Spieler sind, werden diese die Räume selber erkennen bzw. die Abstände werden dann dementsprechend zusammenrücken oder ein bisschen weiter auseinander gehen. Diese einfache Übung hat natürlich auch noch eine weitere Besonderheit. Und zwar haben wir natürlich hier, wenn die Spieler stehen, einen gleichen Abstand. Wir gehen jetzt einfach mal von 3 Meter zu dem einen Spieler und 3 Meter zu dem anderen Spieler aus. Das heißt, das Dreieck ist ziemlich gleich. Kommt im Spiel aber so nicht vor.
Sobald wir die Variationsmöglichkeit einpflegen, dass die Spieler sich dann bewegen und die Übung halt in der Bewegung ausführen, verändert sich dieses Dreieck. Das heißt, wir haben immer einen kurzen Anspieler und einen langen Anspieler. Ob es jetzt bewusst ist oder nicht, aber tatsächlich spiegelt sich das so im realen Spiel immer wieder. Das heißt, wenn wir uns drei Spieler nehmen, egal in was für einem Bereich auf dem Platz, haben wir nie die Konstellation, dass wir exakt, sage ich einfach mal, 15 Meter Abstand zueinander haben. Oder 15 Meter zu dem, 15 Meter zu dem. Vielleicht kommt es mal zufällig vor, aber grundsätzlich haben wir eigentlich immer einen kurzen Anspieler im Dreieck und einen langen Anspieler oder einen tiefen Anspieler. Ja, das ist die Besonderheit und die tritt dann tatsächlich auf, wenn wir den Spielern die Leine geben, beziehungsweise die Möglichkeit, sich zum Beispiel in einen 25x25 Meter Raum zu bewegen. Da kann man das natürlich auch so machen, dass man zwei, drei Dreiermannschaften in einem 25x25 Meter Feld sich bewegen lässt. So werdet ihr auch sehen, dass die Spieler sich aus den Deckungsschatten bzw. aus den Räumen der anderen locker rausbewegen und wir durchgängig ein Kommen und ein Gehen im Dreieck haben. Das heißt, meist der andere kurz, meist der andere lang. Ohne was sagen zu müssen, erfüllen die Spieler dann einen großen Teil des reellen Spiels und macht diese Übung dann letztendlich so wertvoll. Ja, das war wieder ein neues Video auf unserem YouTube-Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann auf den Abonnieren-Button klicken. Uns würde es sehr freuen, wenn du diesen Beitrag auf Facebook, Twitter oder Instagram teilen würdest und alle Personen, die es interessiert, drunter verlinkst. Das war's auch schon. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Die 11.